Heute in der Befragung der Bundesregierung geht es um die Versorgungsstärkungs- und Präventionsgesetze im Gesundheitswesen. Krankheiten vermeiden ist das eine, Versorgung im ländlichen Raum das andere. Das Kabinett hat beides gebilligt. Das heißt aber nicht, dass diese Gesetze, vor allem das Präventionsgesetz, in der Großen Koalition unumstritten wäre. Der Bundestag arbeitet schon lange am Thema Prävention gesetzlich, die Prävention gesetzlich zu regeln. Bis jetzt ist es noch nicht gelungen. Wir dürfen gespannt sein, ob es nun gelingt. Jetzt gleich das Eingangsstatement des zuständigen Ministers, Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe, der CDU angehört. Das Eingangsstatement dauert in der Regel rund 10 Minuten. Danach die Fragen der Abgeordneten. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, die insgesamt gesündere Lebens- und Arbeitsweise heute lebender Menschen zeigt sich in einer deutlich gestiegenen Lebenserwartung. Wahr ist aber auch, dass wir in einer Fülle auch von Mehrfacherkrankungen, von chronischen Erkrankungen eben auch eine deutliche Zunahme lebensstilbedingter Erkrankungen feststellen müssen. Ob wir bei Diabetes, Erkrankungen des Bewegungsapparats, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, bestimmte psychische Störungen reden, immer wieder gibt es auch Ursachen in der Lebensführung, in der Lebens- und Arbeitsweise, die zum Krankheitsverlauf oder gar zur Krankheitsentstehung maßgeblich beitragen. Deswegen ist es ein zentrales Anliegen der Gesundheitspolitik dieser Bundesregierung, den Gedanken der Vorbeugung, der Vermeidung von Krankheiten oder der günstigen Beeinflussung von Krankheitsverläufen zu einem zentralen Punkt der Gesundheitspolitik zu machen. Mit dem heute vom Kabinett beschlossenen Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Gesundheitsförderung und der Prävention, kurz gefasst Präventionsgesetz, unternehmen wir einen deutlichen Sprung nach vorne in der Präventionsarbeit. Wir werden durch entsprechende Verpflichtungen der gesetzlichen Krankenversicherung erstmalig, aber auch der Pflegeversicherung dazu beitragen, dass die Mittel, die zur Prävention zur Verfügung gestellt werden, sich mehr als verdoppeln, sich aus diesem Bereich dann auf eine runde 500 Millionen Euro addieren. Dabei ist es uns ein Anliegen, gerade jene Menschen zu erreichen, die Angebote der Gesundheitsförderung sonst eher individueller Natur nicht ausreichend erreichen. Deswegen ist ein zentraler Punkt des Präventionsgesetzes die Stärkung der Gesundheitsförderung dort, wo Menschen leben, lernen und arbeiten, also in den unterschiedlichsten Lebenswelten. Die dafür zur Verfügung stehenden Mittel werden von heute rund 80 auf zukünftig nahezu 300 Millionen mehr als verdreifacht und meinen die Begleitung durch die gesamte Lebensspanne, Kita und Schule, frühes Erreichen von Kindern und Jugendlichen, auch unter Einbeziehung der Jugenduntersuchung. Da will ich auch angesichts der öffentlichen Berichterstattung der letzten Tage besonders das Thema Verbesserung der Impfquote nennen, auch der entsprechenden Empfehlung des Robert-Koch-Instituts, dass dies möglichst bei Kleinkindern vor dem zweiten Lebensjahr geschieht, auch gerade im Hinblick auf Erkrankungen wie Masern. Hier sehen wir vor, dass vor dem Kita-Besuch eben steht eine ärztliche Aufklärung über den Impfstatus und entsprechende Empfehlungen. Kita und Schule als eine wesentliche Lebenswelt, in der es auch um den Ausgleich von Benachteiligungen gehen muss und gehen kann. Und das erreichen eben alle in unserem Land mit entsprechenden Präventionsmaßnahmen, Förderungen, die nicht zuletzt auf gesunde Ernährung, ausreichende Bewegung und Vermeidung von Risikoverhalten zielen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die betriebliche Gesundheitsförderung. Wir alle verbringen einen wesentlichen Teil unseres Lebens an unterschiedlichsten Arbeitsplätzen und hier von der körperlichen bis zu den psychischen Belastungen, vor der Fähigkeit zur Stressbewältigung in enger Verzahnung mit dem Arbeitsschutz, mit den Maßnahmen der Unfallversicherung es zu erreichen, dass stärker auch unter Nutzung der Betriebsärzte ein ganzheitlicher Ansatz der betrieblichen Gesundheitsförderung Platz greift, ist ein zweites ganz, ganz wichtiges Anliegen. Und schließlich soll auch nach der Erwerbsphase, auch im Pflegebereich, Prävention ein wichtiges Element eines Beförderns einer selbstbestimmten Lebensweise sein. Insofern beginnt Prävention sehr früh, aber endet
nicht, sondern soll den gesamten Lebensverlauf hindurch prägen. Wir wollen die Arbeit der Krankenkassen gerade im Bereich der lebensweltlichen Prävention in besonderer Weise unterstützen durch die Expertise der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die gerade im Hinblick auf weniger erreichte Bevölkerungsgruppen über gute Expertise verfügt, die sie im Auftrag, und nur dann geht es, im Auftrag der Krankenkassen hier einbringen soll. Schließlich ist es uns ein wichtiges Anliegen, alle Akteure in diesem Bereich miteinander zu verbinden, Arbeiten aufeinander abzustimmen. Das, was die Rentenversicherung tut im Bereich der Prävention und was mit dem wachsenden Reha-Budget weiter anwachsen soll. Das, was die Unfallversicherung tut. Wir wollen einbeziehen Arbeitslosenversicherung und Jobcenter, wenn es darum geht, auch Arbeitslose, Langzeitarbeitslose, bei denen ja auch gesundheitliche Beeinträchtigung, Vermittlungshindernisse aufbauen können, rechtzeitig mit Präventionsangeboten zu erreichen. Erarbeitet werden soll dies im Rahmen einer nationalen Präventionsstrategie. Umgesetzt werden soll es nicht zuletzt durch Rahmenvereinbarung auf Landesebene, weil es uns ein ganz wichtiges Anliegen ja ist, nicht nur die eine Maßnahme durch die andere zu ersetzen, Herr Minister, oder Sie müssen zum Schluss anders kommen. Zu finanzieren, sondern die Aktivitäten zu bündeln. Dazu werden Rahmenvereinbarungen wesentlich beitragen. Soweit das Eingangsstatement von Minister Gröhe. Ich lese mehrere Wortmeldungen vor. Als Erste erhält die Kollegin Schulz-Asche das Wort. Cordula Schulz-Asche, meine Damen und Herren, ist Sprecherin für Prävention und Gesundheitswirtschaft der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sagen hört sich ja immer nach dem an, was auch im SPD-Parteiprogramm zu dem Thema stand. Wenn man sich den Gesetzentwurf genau anguckt, dann ist die Umsetzung sehr nah bei dem, was die schwarz-gelbe Vorgängerregierung vorgeschlagen hatte. Sie haben jetzt selber noch mal gesagt, dass die Beeinflussung des Verhaltens Einzelner ein wesentlicher Beitrag dazu wäre, die Gesundheitssituation zu verbessern. Wir wissen aber jetzt genau aus den Erfahrungen auch der letzten Jahre und auch durch alle wissenschaftlichen Untersuchungen, dass die Beeinflussung des Individualverhaltens kaum Erfolge hat, wenn man nicht in den Alltagswelten, in den Lebenswelten und Alltagswelten der Menschen ansetzt. Und deswegen möchte ich Sie ganz konkret fragen, wie Sie sich denn vorstellen, dass die Krankenkassen zum Beispiel analog zur zum Teil ja sehr gut funktionierenden betrieblichen Gesundheitsförderung, wo ja das ganze Unternehmen in den Blick genommen wird, wie Sie denn glauben, dass Krankenkassen zum Beispiel in die pädagogischen Konzepte von Kindergärten oder Schulen, aber auch im Stadtteil zur Prävention von Pflegebedürftigkeit eingreifen können, oder dass die Kommunen als Selbstverwaltung der Bürgerinnen und Bürger daran beteiligt wird. Wie stellen Sie sich das eigentlich vor, dass tatsächlich die Lebenswelten so gestaltet werden können, dass in Kindergärten nicht nur eben, Frau, wie Sie Frau selber Kollegin, sagten, auch Sie müssen zum Schluss kommen. Ja, ich komme zum Schluss, dass die Lebenswelten gesund gestaltet werden können, wenn man die Träger und die Kommunen daran nicht beteiligt. Also, Herr Minister. Verehrte Frau Kollegin, erstens, Ihre Hinweise auf Parteiprogramme oder alte Gesetzentwürfe zeigen nur, dass Sie in den Schützengräben vergangener Auseinandersetzungen stecken geblieben sind. Die sind längst überwunden. In Ihrer eigenen Fragestellung kommt zum Ausdruck, dass lebensweltlicher Ansatz und individuelle Verhaltensgestaltung natürlich zusammengehören. Und ich habe sehr deutlich betont, dass gerade im Hinblick auf jene, die wir sonst nicht ausreichend erreichen, der lebensweltliche Ansatz derjenige ist, bei dem wir die Mittelaufwendung, der Mittelaufwuchs besonders deutlich ist, insgesamt Verdopplung in diesem Bereich, mehr als eine Verdreifachung. Aber es geht immer auch um das Zusammenwirken. Und deswegen habe ich die Rahmenvereinbarungen auf Landesebene ausdrücklich genannt. Es kann nicht darum gehen, dass Aktivitäten der Kommune in Zukunft vom Beitragszahler finanziert werden, sondern es geht darum, dass ein Mehr an Prävention geschieht, weil das, was Kommune tut, das, was über die Länder passiert, verbunden wird in regionalen Rahmenvereinbarungen, verbindlich mit ergänzenden Fähigkeiten, die die Krankenkassen einbringen. Als nächste Fragerin hat der Kollege Wollert das Wort. Die Kollegin Wollert, sorry. Birgit Wollert ist gemeint, meine Damen und Herren, Linksfraktion und Mitglied im Ausschuss für Gesundheit. Auch für Ihre Ausführungen. Veränderungen der Lebensverhältnisse sind für mehr Gerechtigkeit bei den Gesundheitschancen nachweislich wirksamer als Maßnahmen für mehr gesundheitsbewusstes Verhalten
Frau Schulz-Asche wies schon darauf hin. Etwa, dazu gehören etwa Kampagnen oder Gesundheitskurse. Bislang geben wir aber 80% des Geldes für Verhaltensprävention aus und nur 20% für die wirksamere Änderung der Lebensbedingungen. Aus dem frühen Entwurf Ihres Gesetzes, der andere lag mir ja leider noch nicht vor, ergab sich dann immerhin ein Verhältnis von 40 zu 60. Wie viel Geld wollen Sie jetzt in die lebensweltbezogene und wie viel in die verhaltensbezogene Prävention stecken? Und ich bitte darum, dass Sie die lebensweltbezogene Maßnahmen mal etwas näher beschreiben, weil ich glaube, wir kommen hier immer sonst zu unterschiedlichen Bewertungen. Also derzeit wird für bei den gesetzlich Versicherten gut 3 Euro pro Versicherter für Prävention ausgegeben. Es werden insgesamt in Deutschland zurzeit ungefähr 80 Millionen ausgegeben in lebensweltlicher Präventionsarbeit. Wir wollen dies auf 7 Euro pro Versicherter anheben und davon sollen zumindest jeweils 2 Euro, insgesamt 4 Euro, in die betriebliche Gesundheitsförderung oder die nicht betrieblichen Lebenswelten hineingebracht werden. Außerdem eine erstmalige Verpflichtung der Pflegeversicherung im Bereich der stationären Altenpflege. Wir steigern damit in diesem Bereich von rund 80 auf 300 Millionen die Förderung der Gesundheit im lebensweltlichen Bereich als Mindestquote. Im Übrigen ist es natürlich, also wollen Sie jetzt die Arbeit etwa im Hinblick darauf, eine möglichst hohe Impfquote zu erreichen, in den Schulen, in den Kitas, ist das für Sie etwas, was individuelle Gesundheitsuntersuchung ist? Ist das für Sie etwas, was insgesamt, weil ja auch der Gruppenschutz gemeint ist, insgesamt der Lebenswelt dient? Es gibt ja eine Fülle von Aktivitäten in den Kindergärten, die reichen von guter Ernährung, ausreichender Bewegungsintegration, Ausbildung. Herr Minister, ich muss Sie auch wiederum bitten, zum Schluss zu kommen. Bitte einfach die Kolleginnen und Kollegen und auch natürlich Sie, Herr Minister, auf die Uhr zu schauen. Dann kriegen wir das auch alles gut hin. Als nächster Redner hat der Kollege Dr. Kühne das Wort. Ja, ich fasse mich kurz mit meiner Frage. Lange Rede, kurzer Sinn. Es geht um die Stärkung der kleinen und mittleren Betriebe im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung. Herr Minister, wie sehen Sie da die Möglichkeiten? Herr Minister. Wir haben eine Fülle von guten Beispielen in der Großwirtschaft, wo sozusagen das Bewusstsein dafür, dass Prävention sich rechnet, dass sie Arbeitsausfall durch Beeinträchtigungen vermeidet, schon sehr ausgeprägt ist. Wir müssen diese guten Beispiele in die kleinen und mittelständischen Betriebe, die meisten Arbeits- und Ausbildungsplätze bereitstellt, hineintragen. Dazu soll es durch die Krankenkassen Angebote entsprechend geben, die transparent gemacht werden im Internet und anderswo auch regionale Beratungsstellen. Dazu soll vorgesehen werden eine Zusammenarbeit mit den Industrie- und Handelskammern, den Handwerkskammern, um entsprechende Informationen zu erreichen, welche Angebote, welche Fördermaßnahmen es gibt, um auch besonders die Belange des Arbeitsschutzes und der Gesundheitserhaltung in mittelständischen Arbeitsverhältnissen sicherzustellen. Jetzt hat die Kollegin Klein-Schmeinke das Wort. Maria Klein-Schmeink, Bündnis 90 Die Grünen, gesundheitspolitische Sprecherin Ihrer Fraktion. Im Koalitionsvertrag ist ja richtigerweise aus unserer Sicht vereinbart worden, dass auch die anderen Sozialversicherungsträger einbezogen werden sollen in die Kosten für eine verstärkte Prävention und Gesundheitsförderung. Nun mussten wir diesem Gesetzesentwurf entnehmen, dass ausgerechnet die Arbeitslosenversicherung ausgeklammert ist. Das ist umso erstaunlicher, als gerade in dem Bereich der Arbeitslosigkeit eine sehr, sehr hohe Krankheitsbelastung da ist und gleichzeitig wir auch wissen, dass wir gerade dort durch Maßnahmen der Prävention viel erreichen könnten und gleichzeitig aber auch wissen, dass ausgerechnet Arbeitslose an den individuellen Kursen sehr, sehr wenig teilnehmen. Wieso haben Sie das so vorgesehen? Das ist ja nicht sehr logisch. Zum anderen ist auch die Frage, warum die PKV nicht einbezogen worden ist. Auch das erschließt sich uns nicht. Herr Minister. Die Koalitionsvereinbarung spricht zu Recht im Hinblick auf die unterschiedlichen Sozialversicherungsträger von einer Koordination und einer abgestimmten gemeinsamen Strategie.
Denn es liegt nahe, auch aus grundsätzlichen verfassungsrechtlichen Erwägungen, dass beispielsweise die Rentenversicherung im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrages, im Rahmen ihrer Verwendungsberechtigung für Beiträge handelt, genauso wie dies etwa für die Pflege- und Krankenversicherung der Fall ist. Es gibt erhebliche Aktivitäten der gesetzlichen Unfallversicherung. Die Verpflichtung ist die Verpflichtung zur Koordination, und das ist aus meiner Sicht der richtige Aspekt. Für die Maßnahmen, die sich in unterschiedlicher Weise an Langzeitarbeitslose richtet, ist die Krankenversicherung zuständig, aber auf diese Angebote soll in Zukunft von den kommunalen Jobcentern wie von den der Arbeitsagenturen in besserer Weise hingewiesen werden. Deswegen eine Einbeziehung in die entsprechenden Verabredungen. Die private Krankenversicherung soll sich nach dem Modell der unabhängigen Patientenberatung beteiligen können mit einem angemessenen Beitrag und dann sich auch in die Strategie einbringen. Jetzt hat der Kollege Petzold das Wort. Harald Petzold ist das aus der Linksfraktion. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich will noch mal auf den von Ihnen schon angesprochenen Zusammenhang zwischen der sozialen Lebenssituation und der Prävention zu sprechen kommen. Also so müsste Ihnen ja bekannt sein, dass Männer aus niedrigen sozialen Schichten in der Regel, so ist es zumindest ermittelt worden, 11 Jahre früher sterben als Männer aus höheren sozialen Schichten. Ich könnte die Beispiele fortsetzen. Und möchte Sie gerne fragen, ob aus Ihrer Sicht nicht die Verringerung sozialer Ungleichheit zum wichtigsten Weg von Prävention und Gesundheitsförderung gemacht werden müsste. Herr Minister. Das Gesetz nennt genau diese Aufgabe der Verminderung sowohl sozialer wie geschlechtsspezifischer Gesundheitschancen als zentrales Ziel dieses Gesetzes. Jetzt erhält Frau Dörner das Wort. Katja Dörner, stellvertretende Vorsitzende der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Und für Ihre Ausführungen, Herr Minister, ich würde gerne zum Komplex Datenschutz fragen. Es ist ja vorgesehen, dass die Krankenversicherungen zukünftig verpflichtend Boni ausschütten, sowohl an die Versicherten als auch an Arbeitgeber für ein wie auch immer definiertes richtiges Verhalten. Meine Frage ist, wie sollen die Ziele überhaupt kontrolliert werden? Also wie soll kontrolliert werden, dass Frau oder Mann sich richtig verhält? Wie stellen Sie sicher, dass die Daten geschützt werden und dass eben auch auf einer zeitlichen Perspektive kein Schindluder mit Daten betrieben werden kann? Herr Minister. Fall darum gehen, hier in irgendeiner Weise sozusagen sensible Daten oder auch eine Alltagskontrolle herbeizuführen, sondern es muss darum gehen, in einer Weise, die ja heute unser System schon kennt als Kannbestimmung, dass es Anregungen gibt, sich gesundheitsfördernd zu verhalten. Wir kennen das bei der Zahnmedizin und anderem, wo es durch entsprechende Untersuchungen unmittelbare Vorteile auch für den Versicherten dann auf der Leistungsseite hat. Das ist eine Möglichkeit. Was der Unterschied zur bisherigen Lösung ist, erstens, dass aus der Kann-Vorschrift eine Soll-Vorschrift werden soll und wir zweitens eben dies ausschließlich für qualitativ hochwertige und nicht sozusagen in das Belieben stellen, Anreize, gesund ist schon die Mitgliederwerbung und dann kriegt man dafür einen Bonus. Nein, sondern qualifizierte Präventionsangebote sollen zu einem Bonus führen. Ich bin sicher, dass die Behandelnden das Vertragspartner das in einer Weise machen, die dem Datenschutz, den sie zu Recht betonen, Rechnung trägt. Jetzt hat die Kollegin Mark das Wort. Mach das mal. Okay. Also bisher ging es. Ja, Herr Minister, vielen Dank. Sie haben gerade Qualität erwähnt und Sie haben auch gesagt, dass die Ausgaben für Prävention steigen. Und jetzt würde mich interessieren, wie sieht ein Qualitätswettbewerb, den Sie angekündigt haben, aus? Wie stellen wir sicher, dass die Präventionsangebote hinsichtlich ihrer Wirkung und hinsichtlich ihrer Zielgenauigkeit auch ankommen und gut sind? Herr Minister. Ich denke, wir haben auch durch die Tätigkeiten des GKV-Spitzenverbandes, auch durch entsprechende Handbücher in den letzten Jahren hier schon einen deutlichen Schritt nach vorn gemacht.
ich sage einmal, weg von einer eher der Mitgliederbindung und Mitgliederbetreuung und einem allgemeinen Wohlfühlen auf eine auch qualitätsorientierte Präventionsangebote. Das ist auch richtig und bestimmte Maßnahmen, etwa im Hinblick auf Bonnie, müssen auch an solche Qualitätsnachweise geknüpft werden. Im Übrigen denke ich, dass es auch eine Aufgabe beispielsweise der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung sein wird, in der Evaluierung und in der konzeptionellen Entwicklung einen Beitrag dazu zu leisten, dass nicht zuletzt die lebensweltlichen Angebote, bei denen ja ein Teil etwa der kleineren Krankenkassen noch gar keine eigenen Erfahrungen hat, auch entsprechend qualitätsgesichert erfolgen. Dazu gibt es gerade auch in der Evaluierung bisher ja Maßnahmen großer Erfahrung. Kollege Terpe, jetzt haben Sie das Wort. Harald Terpe, Bündnis 90 Die Grünen. Sind Sie mit mir der Meinung, dass die Sekundär- und Tertiärprävention jetzt nicht das ist, was im Gesetz sozusagen angesprochen wird, sondern dass es die Gesundheitsförderung und die Primärprävention ist und dass das in den Lebenswelten stattfindet? Wir hatten jetzt schon Betriebe genannt, dann Stadtteile, Kommunen und so weiter. Und Sie hatten ja selbst jetzt gesagt, da müssen die Kommunen sozusagen auch angeregt werden, selbst Geld in die Hand zu nehmen. Das ist ja ein Punkt, der seit Jahren auch in der Diskussion ist. Wie stellen Sie sich das vor, dass die Kommunen sozusagen durch das Geld auch der Krankenkassen, was ja im Gesetz geregelt wird, dann auch angereizt werden? Und eine zweite Frage noch zu der Frage, wie stellen Sie sich das für die kleineren Betriebe vor? An den Großbetrieben klappt das ja meistens mit der Prävention, aber in den kleineren Betrieben, die haben erkennbar Schwierigkeiten damit. Herr Minister. Also erstens, wir brauchen auf Landesebene in den Rahmenvereinbarungen verbindliche Verabredungen, dass Aktivitäten zum Beispiel in der Kita durch Anstrengung kommunaler oder landespolitischer Seite und der Krankenkassenmittel gemeinsam erbracht werden. Hier kann es nicht sein, dass sozusagen die eine Aufgabe kommunaler Daseinsvorsorge durch eine andere Aufgabe der Krankenversicherung gleichsam abgelöst oder anders refinanziert wird, sondern es ist Aufgabe, in diesen Verabredungen zu bündeln und damit auch sicherzustellen, dass jeder seine Expertise, seine Nähe, seine Verantwortung beispielsweise für die Ausbildung der Erzieherinnen und andere mehr einzubringen hat in diese gemeinsame Verabredung. Zweitens, Sie haben in der Tat beim Thema betriebliche Gesundheitsförderung die größte Herausforderung angesprochen. Ich wiederhole noch mal, durch den leichteren Zugang, durch das Zugehen, aber auch beispielsweise auf Handwerkskammern, auf Innungen, auf Industrie- und Handelskammern soll es erreicht werden, dass die Beratungen, die sonst sich ein Großbetrieb selber leisten kann, gebündelt erbracht werden und auch kleinere Betriebe in den Nutzen solcher Maßnahmen kommen. Frau Kollegin Vogler, Sie haben das Wort. Karin Vogler von der Linksfraktion ist die nächste Fragende. Herr Minister, es ist ja so, dass in keinem anderen Land mit einem Sozialversicherungssystem den Krankenkassen eine sehr derart hohe Bedeutung bei Prävention und Gesundheitsförderung zugemessen wird. Und da würde mich schon interessieren, wie Sie verhindern wollen, dass die Krankenkassen, die ja unter Wettbewerbsdruck stehen, die Gelder für die Prävention nicht verstärkt zur Risikoselektion oder als Marketinginstrument verwenden. Und was können denn die Krankenkassen, Sie haben ja gesagt, als Ziel des gesamten Gesetzesvorhabens wollen Sie die Verminderung sozialbedingter Ungleichheiten von Gesundheitschancen in den Mittelpunkt stellen. Was können denn die Krankenkassen durch Satzungsleistungen da gezielt zu beitragen? Wie sehen konkrete Beispiele aus, sozialbedingte Ungleichheit von Gesundheitschancen zu vermindern, wenn die in der Kooperation zwischen Krankenkassen und BZGA? Herr Minister. Also erstens, ich halte es für richtig, dass die gesetzliche Krankenversicherung, übrigens auch aus wohlverstandenem Eigeninteresse, denn zuallererst geht es in der Prävention um Gesunderhaltung, um Lebensqualität, aber es ist auch von gesamtwirtschaftlichem, auch für die Krankenversicherung Interesse, dass Krankheiten nach Möglichkeit vermieden oder Krankheitsverläufe günstig beeinflusst werden. Das Zweite ist, wenn Krankenkassen, und ich denke jetzt gerade auch an die Gruppe kleinerer Krankenkassen, etwas in lebensweltlichen Bereichen tun, etwa dem Kindergarten, in der Schule, etwa in der gezielten Ansprache von
Ich könnte jetzt eine Gruppe wie Kinder aus Flüchtlingsfamilien, Kindern mit mangelnden Sprachkenntnissen und anderen nennen, dass hier, wo die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung bereits über erhebliche Erfahrung verfügt, sie bei der Erarbeitung von Materialien für Schulen, für Kindergärten und der konzeptionellen Entwicklung solcher Angebote, der Weiterbildung von Erzieherinnen und Erziehern, wie schließlich auch der Evaluierung durchgeführter Maßnahmen wesentlich hilft. Ja, meine Damen und Herren, soweit also unsere Übertragung der Befragung der Bundesregierung zum Thema Gesundheitspolitik.